Wellenartig krampft mein Becken, gewölbt sind meines Bauches Decken, der Hosenbund, der dehnt sich schon und steht kurz vor der Explosion. Unruhig zappeln meine Glieder, die Koliken kommen wieder, der Harnstau, den ich mir verkniffen, kommt durch die Röhre angepfiffen. Schon bildet sich kaum sichtbar fein in meinem Schritt ganz klitzeklein, ein dunkler Punkt dort irgendwo, ich schreie nur noch nach einem Klo. Schon sehe ich eins in meinen Eilen und versuche es anzupeilen, dann stelle ich mich vor die Schüssel und entrolle meinen Rüssel. Doch was sehe ich? Bin ich blind? Ein Schirmchen ist dort angepinnt. Ich bin, so ist es deklariert, zum Sitzpinkler wohl degradiert. Zähne knirschend nehme ich Platz und denke nur an diesen Satz. Urinstein ist hier wohl ein Grauen in diesem Haushalt voller Frauen. Und schon rauscht der goldene Fluss, mit Blasenkrämpfen ist nun Schluss. Erleichterung, die macht sich breit, trotz Stehverbot durch Penisneid. Dann stehe ich auf, ein neuer Mann, und ziehe meine Hose an, doch leider tropft's ganz ungemein, läuft noch ein Rest durchs Hosenbein. Der Rinnsal bildet dunkle Flecken, drum gehe ich schnell ans Handwaschbecken und spritz noch Wasser obendrauf. So fällt die Peinlichkeit kaum auf.